Typisch Mann, typisch Frau. In der Ausstellung Bye Bye Binary stellen sich 11 KünstlerInnen der Frage, was Geschlechtsidentität und Gender für sie selbst und für die Gesellschaft bedeuten. Kuratorin Ilka Theurich betont, warum es so wichtig ist, mit Rollenklischees aufzuräumen. So lange, wie sich Menschen das Leben nehmen, auch in Deutschland, und das sind nicht wenige, weil sie permanent gemobbt werden, sie kriegen keinen Job, sie leben am Existenzminimum, weil sie zu einem der vielen Geschlechter gehören, die nicht der Heteronormativität angehören, glaube ich, tun wir gut daran, mehr von diesen Ausstellungen zu haben. Natürlich wäre es ideal, es wäre gar nicht mehr nötig, diese Ausstellung zu machen. Heteronormativität bedeutet die ausschließliche Zweiteilung der Geschlechter in männlich und weiblich. Dabei wird als Norm nur akzeptiert, heterosexuell zu sein. Die Ausstellung Bye Bye Binary setzt sich hingegen für die Gleichberechtigung aller Menschen ein. Unabhängig davon, ob jemand zum Beispiel weiblich, homo, bi oder transsexuell ist. Entstanden ist die Ausstellung in Kooperation mit dem Kreativnetzwerk Hannover. Geschäftsführerin Christine Preithauer erklärt: Und was wir als Kreativnetzwerk uns davon versprechen, ist, dass wir auch lernen, wie Personen miteinander arbeiten können, welche neuen Regeln, Umgangsformen und so weiter wir brauchen, damit alle, auch egal welches Gender sie bevorzugen oder haben, einfach gut gemeinsam arbeiten können, um dann auch das Thema in eine breite Öffentlichkeit tragen zu können. Möglichst viele Menschen erreichen. Dafür bietet die Ausstellung wöchentlich Führungen an. Für junge Menschen hat die Volkshochschule Hannover außerdem Workshops zu den Themen Mode und Gender sowie Körper und Zukunft entwickelt. Wir haben die VHS als Kooperationspartner ins Boot geholt und haben die Möglichkeit, insgesamt 6 Workshops zu geben für 3 unterschiedliche Altersstufen, von der Klasse 4 bis zur Klasse 10, kostenfrei. Für das Thema Gender sensibilisieren will auch Sophia Lökenhoff, eine der ausstellenden KünstlerInnen. Sie findet, dass Kunst einen geschützten Raum bietet, um alternative und neuartige Bilder und Geschichten zu erschaffen. Kunst ist für mich der einzige Weg, so hart der auch ist, eben Welten aufzuzeigen, die sich abkapseln von unserer kapitalistischen, heteronormativ geprägten, marginalisierten Welt, die eben Körper, die anders sind, diskriminieren. Über den Weg der Kunst hin zu mehr Toleranz und Geschlechtervielfalt. Die Werke der Ausstellung befassen sich mit Körpern und Identitäten, die in unserer Gesellschaft diskriminiert werden. Noch bis zum 29. August ist Bye Bye Binary im Monkeys am Raschplatz zu sehen.